Oh Mann, yes, das war der Anfang. Richtig geil. Das ist der Anfang. Das ist die erste Langdistanz. Das ist schwer. Du hast nie aufgegeben, Mann. Und den Spirit eingesaugt. Ich bin so stolz auf dich, Robin. Wir haben so viel gescreent. Du hast so gut gemacht. Du bist so gut gekommen. Das war Respekt, Alter. This is the beginning. This is the beginning. We can start right here. This is the beginning. This is the beginning. This is the beginning. Eine Minute ruhig. Hörst du mich? Ja, klar. Ja, klar. Ich mache gerade mein Getränk fertig für heute. Oh, geil. Und morgen soll das Wetter noch gut bleiben, dann wird es anfangen zu regnen. Da habe ich überlegt, dass ich morgen dann den letzten Aeroben-Block mache, anstatt Dienstag. Und dass dann Dienstag eher so Schwimmen ist, nochmal vielleicht Laufband oder so. Oder ja, genau. Krafttraining. Ja, mach das Beste aus dem Tag. Schau mal, dass du dich heute komplett wegschießt, ne? Ja. Mach einfach easy peasy. Also easy peasy in dem Sinne, bleib bei der Pace, die du auf dem Ironman halt läufst, 73, ne? Ja. Klar. Ja. Hallo? Ich höre dich leider nicht mehr. Nach der Challenge Rot brauchte ich auf jeden Fall mental die Pause. Ich habe nochmal definitiv gemerkt, dass ich ein Profisportler sein möchte. Durch dieses frische, neue Team, was wir uns zusammengestellt haben, ist das halt wirklich eine einmalige Chance. Und die Möglichkeiten, die mir offen sind, kriege ich Gänsehaut, weil ich einfach nur Bock drauf habe. Und ja, ich mich einfach nur freue, diese Chance zu haben. Generell sehe ich mich auch selbst erst in der Sache bestätigt, die ich hier überhaupt tue, wenn ich den Sieg habe. Das ist ja ein Investment, muss man ja auch wirklich sagen. Ich habe sehr viel Geld in die Hand genommen, damit ich das hier machen kann. Sei es das Training, sei es der ganze Aufwand, von zu Hause jetzt 6 Wochen weg zu sein, das mache ich halt alles nicht, um Dritter zu werden. Das ist auch, was mich so innerlich zerreißt. Mache ich genug? Es gibt so viele sportliche Vorbilder. Ich glaube, die gehen alle sehr, sehr viele große Umwege, um das sportliche Ziel zu erreichen. Da weiß ich nicht, ob ich genügend Umwege gehe. Und ich glaube, da finde ich erst die Bestätigung, wenn ich gewinne. Gerade in diesem Triathlon-Superjahr 2022 möchte ich mich auf der Weltbühne zeigen. Dafür muss ich nach Hawaii kommen. Heißt, ich muss einen Qualifikationswettbewerb machen und deswegen Frankfurt. Da gibt es natürlich auch 3 Slots für Hawaii. Vorher werde ich noch mindestens 2 Mitteldistanzen machen. Natürlich möchte ich auch im Kraichgau starten und kann es kaum abwarten, dann endlich mal einen rauszuhauen. Frühstücken, ne?
da, wo ich hin möchte, muss man auch Sport mit dem Privaten halt verbinden, sonst geht es nicht. Ich finde es halt ein absolutes Privileg, dass ich diesen Weg gehen darf. Wenn man sich natürlich gerade alle Krisen anschaut, sei es eine Klimakrise oder der Krieg in der Ukraine, will ich nicht sagen, dass ich mich dafür schäme, aber ja, vielleicht schon ein Stück natürlich, weil ich der Gesellschaft irgendwie nichts gebe. Vielleicht nehme ich eher von der Gesellschaft was. Deswegen tut es mir auch gut, darüber offen zu reden. Ja, sei es jetzt in der Dokumentation. Weil was hat meine Nichte, mein Neffen davon, dass ich halt Sport mache? Und natürlich finde ich das toll, wenn sie mich im Fernsehen sehen, aber ich gebe nichts der Gesellschaft in dem Sinne, dass ich irgendwie als Lehrer oder als Krankenpfleger oder als Feuerwehrmann arbeite. Wir kennen natürlich alle das Dilemma der Social Media und ich denke, dass ich da auch da stelle ich auf jeden Fall einen anderen Ruben dar, als der ich vielleicht bin. Ich weiß halt nicht, wie ich mal das meinen Kindern erklären kann, dass ich weiß nicht, wie oft ich geflogen bin, ne? Aber es ist jetzt gerade heutzutage unser Lifestyle und das sind alles so Fragen, die natürlich mich auch irgendwo wie beirren, steuern und nachdenklich machen. Was mir auch nicht hilft im Sport, aber die sind auf jeden Fall da. Ja, es ist ein absolutes Privileg an der Stelle, oder die Stelle, die ich in der Gesellschaft habe und bin dem dann natürlich auch sehr dankbar, dass ich an solchen Orten hier sein darf, aber ich sag's nochmal, es ist ein absolutes Privileg, ja. Genau deswegen machen wir die Dokumentation, um die echte Realität zu zeigen, dass es nicht immer rund läuft. Bei fast jedem Sportler läuft es anders als wie in den sozialen Medien. Ist schon krass hier, oder? Also landschaftlich. Ich kann halt vielleicht damit offener umgehen, aber das bin ich, das ist meine Persönlichkeit und schäme mich auch nicht davor. Aber natürlich in den sozialen Medien will man jemand anderes sein, weil man ja auch sein eigenes Idealbild von sich hat. Und das trägt man, glaube ich, in den sozialen Medien mehr raus, als es wirklich ist. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Guten Morgen. Ich wollte mich nochmal persönlich bei euch allen melden. Läuft gut, fühle mich gut. Fahrrad ist eingerichtet, war so schnell wie noch nie fertig. And we are off the 7th edition of the Challenge Salou. Ruben Sepulta having a great race today and really showing the world and showing himself that he is not just a great bike rider anymore, that he is a great triathlete. Having a fantastic run here today. Dranbleiben. Come on. Auf geht's nicht mehr weit. Komm. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen so Magen-Darm und generell fühle ich mich relativ schlecht und würde morgen nochmal vor 12 Uhr die Entscheidung mit euch, mit auch Alex natürlich nochmal treffen, ob ich in Kraichgau starten sollte. Das will ich natürlich abhängig machen von den Einheiten morgen. Dann sage ich euch vor 12 Uhr nochmal Bescheid. Bis dann, ciao. Ich sag mal, als Trainer liest man auch zwischen den Zeilen definitiv. Es geht ja nicht nur um die objektiven Werte, was hat er erfüllt, welche Zahlen hat er erreicht, welche Laktat-Teststreifen, wie auch immer. Kurz vor Kraichgau hatte ich das Gefühl, es ist eigentlich schon wieder genau da, wo ich sage, der Wettkampf steht 50-50. Der Spaß am Sport hat wieder ein bisschen gelitten. Dadurch lief das Training bescheiden. Zusätzlich kamen gesundheitliche Probleme dazu.
Ja, vor allem, wenn man so Investment geht, man geht ins Höhentrainingslager, man bereitet sich perfekt vor und über Ostern sieht die Familie nicht, sieht die Freunde nicht, dann will man natürlich auch dem Plan folgen und dann muss man auch vielleicht mal, dass man das Training nicht so gut dann lief oder dass man sich nicht so gut fühlt, auch mal zur Seite stellen und sagt, ja, man macht jetzt den Wettkampf trotzdem. Und dann habe ich ihn versucht, dahingehend zu beraten, lass es lieber, konzentriere dich lieber auf die Langdistanz in Frankfurt. Das kriegen wir noch hin, aber Kraichgau ist eigentlich zu kurz. Es kann klappen, aber ist sehr wahrscheinlich nicht. Dann ist es aber schwer, als Gegenüber zu sagen, wie schlimm ist es? Das weiß man ja nie so genau. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Stresssituation, die ihn jetzt belastet. Ich kann ihm sagen, ich schätze das jetzt so und so ein, aber im Endeffekt muss Ruben das entscheiden. Und das möchte ich auch gar nicht ihm nehmen, weil dann habe ich das auf dem Gewissen nachher, wenn er nicht gestartet wäre, aber er fühlt sich an dem Tag super. Und letztendlich war es dann so, dass wir versucht haben, für ihn langfristig was Gutes zu entscheiden und ja, einmal durch das Tal der Schmerzen durchzudrücken, um dann letztendlich ihm zu zeigen, so geht's nicht weiter. Michi und ich sind dann irgendwie nochmal 4 Stunden Rad gefahren und am Ende der Radfahrt war uns beiden klar, wir dürfen da nicht mitfahren. Wir müssen den Ruben jetzt einfach sagen, okay, dann mach's, wenn du Bock hast, aber mach's allein. Und dem Ruben auch zeigen so von wegen, hey, so kannst du es nicht machen. Du kannst dir nicht immer dein Training, dein Rennkalender nach Willkür sozusagen aussuchen. In diesem Zusammenhang, weil Kraichgau ja super nah vor Frankfurt war, auch die Reise nach Frankfurt gefährdet hatte. Und es war klipp und klar, die Ansage, Saison 2022 geht's nach Frankfurt. Und wir haben eigentlich von vornherein gesagt, dass es dann kein Frankfurt geben wird. Dass einfach das Training ja nicht ausreichend war, um eine gute Langdistanz hinzubekommen. Und deswegen habe ich halt auch an Kraichgau dann festgehalten und gesagt, okay, dann mache ich noch diesen einen Wettkampf und dann geht es in eine Saisonpause und dann schauen wir weiter, was der zweite Teil der Saison bringt. Weil jetzt vor allem Andorra, das hat natürlich dann, ich weiß nicht, bestimmt 4.000 Euro da liegen gelassen natürlich, auch als Investment, was natürlich auch eine Stange Geld ist als ja, Individualsportler. Und nach dem Höhentrainingslager keinen Wettkampf zu machen, dann weiß man halt auch nicht, warum man es eigentlich dann diesen Schritt gegangen ist. Und man kann immer Tagesform abhängig dann auch wieder einen guten Tag haben. Welcome to Kraichgau. Finally again, after 2 years of absence. There's going to be a list at the exit, so we know that you've been here and that you're racing. Otherwise, enjoy the day. See you on Sunday. Bye bye. I have a really easy ride today. 30 minutes is the goal, and maybe a little run after that. But today is just, yeah, recover for tomorrow. How are the run legs? Oh, I don't know. Da war immer so ein Feeling. So, und jetzt habe ich halt 2 Wettkämpfe ohne Michi und Alex gemacht. Weil es ist jetzt mein 3. Wettkampf ohne Michi und Alex. Und da fehlt halt so das Feeling so ein bisschen. So von wegen so die Boyband. Hört sich doof an, aber ist halt so, ne? Da merkt man halt eigentlich, ja, wie man eigentlich eher freundschaftlich unterwegs ist. Oder gewesen ist letztes Jahr. Und dieses Jahr ist es halt eigentlich einfach nur ein knallharter Job. Was heißt knallhart? Also ich habe einfach nur einen Job auszuführen. Es war krass, wie kalt an dann ist, weil der Körper noch nicht hochgefahren ist.
Und einen guten Morgen an dieser Stelle auch an alle Unterstützer der jeweiligen Athleten und Zuschauer. Ich weiß, das ist ähnlich hart, so früh aufzustehen. Ne? Nur weil Mutti oder Vati hier so einen Quatsch machen, muss man hier so früh schon aus dem Bett springen. Aber es ist ja auch herrlich. Dementsprechend, heute ist Race Day. Heute sind unsere Sportlerinnen und Sportler die Helden, die monatelang trainiert haben für diesen großen Moment. Just in a few seconds, we're going to see, and it's going to be just at 22 minutes, Joe. So it's a pretty darn quick swim for Wetzel. That's a tidy swim, yeah. Look at the crowd there coming to the swim today. Ruben debunked having a great race. You can see him on screen right now. Great aerodynamic position. Does not look like he's overdoing it. You know, you can see he's comfortable in his face. It's nice and calm. Yeah, he's from the long shot we got a few minutes ago. He was driving the group that came out of the water all together, about a minute 40 back from the two leaders there. Ruben, DePunk having a great race, coming in off of the bike actually with this group. There he is on screen. They were able to come in 1:34 behind our leader, Eustace Nieschlag. Das, was jetzt passiert ist, war letzte Woche einfach sehr diskret handhaben. Ja, vielleicht räumen wir erstmal auf mit letzter Woche, warum es zu dem Entschluss überhaupt kam, nicht zu fahren. Wir haben A, eine professionelle Beziehung, Trainer-Athlet, und wir haben eine freundschaftliche. Und ich habe dem Alex und der Lea gesagt, professionell gesehen dürfen wir auf keinen Fall mit, freundschaftlich schon. Das ist wirklich paradox in meinen Augen, dass das halt jetzt eine scheiß Zeit war, mit dem größten Erfolg, das unser Team sozusagen feiert, ja. Wir haben jetzt den dritten Platz in Kraichgau. Wir haben aber auch eine Ferne anstatt eine Nähe. Es ging immer um das Commitment, und das Commitment war, dass wir alle drei zum Besten entscheiden wollen, um dich in die Weltspitze zu etablieren. Ja. Und ich fand, wir hatten einen überragenden Winter. Du hast auch einen enormen Leistungssprung gemacht. Man sieht es jetzt in jedem deiner Rennen. Die Idee war praktisch, wir machen dich besser, wir geben dir den Spaß am Sport. Und mein Wunsch wäre gewesen, du nimmst den Trainingsplan ernst, was du auch gemacht hast in Andorra. Und dann haben wir den Absprung verpasst. Und dann zerfällt dieses Konstrukt. Das Ganze sieht aus wie ein Jenga-Haus. Wisst ihr, diese Holzblöcke, das nur noch auf einem Stein steht. Wir kommen in der Weltspitze dann erst an, wenn wir sowas wie dieses Problem in den Griff kriegen. Wo wir jetzt für Kraichgau gesagt hatten, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Wir machen nur noch Rennen, wo wir hingehen und sagen, das wird was. Und dieses erste Jahr war halt ganz klar, da waren solche Entscheidungen einfach gar nicht nötig. Weil wir wussten ja, dass das alles improvisiert ist, dass es aus einer hohlen Hand agiert ist und dass es erstmal nur darum geht, den Spaß wiederzufinden. Und das hat uns ja jetzt auch dazu bewogen, zum Beispiel meiner Meinung nach vernünftigerweise zu sagen, Frankfurt schon mal gar nicht, weil die zweite Langdistanz muss besser werden als die erste. Und
wenn wir das machen, was wir machen können, nämlich zusammenrechnen und analysieren, was wir halt an Eckdaten haben, dann kommt dabei halt raus, Frankfurt kann nur ein Glückstreffer werden und das ist zu riskant. Und das war ja mit Reichgau dasselbe. Also haben wir gesagt, es kann nur ein Glückstreffer sein, es ist jetzt einer geworden, Glück, aber das soll nicht ein falsches Vertrauen wecken. Unser Applaus für Uwe Punkte! Professionell kann ich natürlich, verstehe ich viel, eure Meinung, kann das nachvollziehen, verstehe auch eure Argumente. Wenn ich aber das quasi emotional sehe, bin ich halt derbe enttäuscht. Da hat auch generell freundschaftlich letztes halbe Jahr war generell nicht mehr viel zwischen uns, fand ich jetzt persönlich auch, weil das ist das Gefühl, was ich einfach von euch gar nicht bekomme und was mir sehr, sehr leid tut. Und ja, da bin ich halt auch irgendwie jemand, der sich dann zurückzieht und dann auch einfach Sachen nicht mehr kommuniziert. Sei es, ich habe gebrochen oder mir geht's scheiße, weil ich gefühlt der Einzige bin, der damit umgehen muss. Ich bin immer in deinem Team, Ruben. Ich versuche, alle Entscheidungen, die ich ausführe, zu meinem besten Gewissen zu machen. Ich bin kein Allwissender und ich weiß, wie viel Druck im Hintergrund bei dir ist. Ich brauche halt ein Team an meiner Seite, so wie wir es halt letztes Jahr gemacht haben. Dieses Freundschaftliche, dieses einfach Spaß haben. Und wenn ich immer dieses Gefühl habe, ich muss jetzt trainieren, ich muss jetzt performen, kriege ich halt auch ein schlechtes Training. Das hängt halt damit zusammen mit einer existenziellen Angst, die ich halt habe. Diese existenzielle Angst hatte ich auf jeden Fall die letzten 2 Monate gefühlt, weil ich immer noch nicht da bin, wo ich sein wollte. Hab das mit ins Schlafen genommen, hab das mit ins Training genommen. Es ist immer leichter von außen zu beurteilen, so von wegen, ihr habt das jetzt nicht hingekriegt. Aber es war halt wichtig für die Entwicklung langfristig. Ruben braucht es halt. Er braucht diesen Support. Es ist halt einfach ein super harter Sport, der super lange dauert. Der jeden Tag muss er sich aufraffen dafür, was schon super, super krass ist, dass er das schafft. Ich denke, was da letztes Jahr passiert ist, spüre ich immer noch tatsächlich. Das hat mich auch dann so ein bisschen wieder wachgerüttelt, dass ich meine eigene Philosophie, auf meinen eigenen Zug springen muss. Letztendlich war das für mich so, ich kann dieses emotionale Commitment, das ich so in diesen Sport habe, nicht tagtäglich mitnehmen. Ich habe auch noch ein Leben neben dem Trainer da sein. Was ich halt eigentlich da mehr so sehe aus diesem Ding, wir hätten ihn im Stich gelassen und so, es ist in gewisser Weise eine Unreflektiertheit da, dass Ruben nicht klar ist, dass er da auch weitergewachsen ist und weg von uns. Aber darüber muss man sprechen, was erwartet Ruben, was erwartet der Trainer. Ja, es ist ein Riesenmiteinander. Das muss halt funktionieren. Also ich merke es ja selber im Alltag. Ich glaube dadurch, dass der Switch bei mir letztendlich war, ist diese freundschaftliche Beziehung zu Ruben ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Man sieht es professionell, man sieht es sachlicher, neutraler. So wie man auf einer Welle surfen kann, kann man auch eben auch ordentlich auseinanderdriften. Michi und ich haben halt auch ein Berufsleben. Wir können nicht so eben nach Andorra jetten. Und dann ergeben sich halt gewisse Dinge nicht mehr, dass man zusammen auch mal was abends macht und so weiter. Ich finde es auch super schade. Ich hätte es viel lieber gehabt, dass man mehr miteinander zu tun hat. Mir hat Ruben auch gefehlt, persönlich in dem Jahr. Letztendlich war das eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung und auch rückbetrachtet positive Erfahrung, um ihn halt mehr in die Selbstständigkeit sozusagen zu drücken. Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel mehr ausgelöst und bin mir auch selbst noch bewusster geworden, welche Rolle ich habe, dass ich selbst mit mir selbst klarkommen muss, dass ich mein eigener Chef bin, dass ich ja nicht von dieser Wunschvorstellung leben kann, dass mir jeder irgendwie
den Erfolg zu mir bringt, auch übers Training oder sei es über, ne, über die Konstellation mit Alex und Michi. Und dass ich ja selbst nach meinem eigenen Glück streben muss. Ruben zu Puntke? Das ist kein Problem, gerne. Ja, genau, ich schaue gerade Tour de France, esse Reis, bereite mich gerade den letzten Zügen für morgen vor. Ja, also, wie gesagt, das, ne, mit der Laktatbildungsrate ist halt auch letztes Jahr ein Problem gewesen bei der Challenge Rot. Ich habe halt einen riesen Motor, aber bin halt noch nicht ökonomisiert. Ich wollte ja eigentlich in Frankfurt starten. Dann habe ich mir gesagt, ja, ich brauche eigentlich noch mehr Zeit, um die Laktatbildungsrate runterzubekommen. Und deswegen will ich erstmal mich auf die 70.3 nochmal konzentrieren, um das, weil sonst vielleicht wäre es ein Schritt erstmal noch zu viel. Genau, deswegen werde ich wahrscheinlich dieses Jahr keine Langdistanz mehr machen. Das weiß ich noch nicht. Was halt das, der A-Wettkampf wird, ist halt im Oktober die 70.3-Weltmeisterschaft in St. George. Und bis dahin heißt eigentlich nur noch laufen. Das Trainingsprogramm, weil das wird halt, also wie jetzt, eigentlich heutzutage jedes Rennen wird im Laufen entschieden und bis zum Laufen bin ich halt bin ich bei den Weltbesten dabei, wenn man so will, durch mein Radfahren natürlich auch, aber ich möchte halt auch dann auch beim Laufen dabei sein. Deswegen, das wird das Programm bis Oktober dann sein. Machen wir und danke nochmal. Ciao, ciao. Kleiner Löffel, Ruben. Ja, den Löffel, den Messbecher. Ja, den kleinen, ne? Weil die sind drei drin. Ah, dann ist das der falsche. Ja, habe ich mir gedacht, aber in dem anderen ist keiner drin. Hast du den versteckt? Die Box, die voller ist. Parkplatz-Idylle hier. Jetzt drehst du halt damit. Hier rein. Hier tiefer und da hoch. Hier tiefer ein bisschen nochmal. Ja, genau. Da bleibst du. Ich bin voll im Hochkreuz. Aber macht auf, merkst du das? Bleib da. Mal. Vielen Dank. Ja, eigentlich fährt auf jeden Fall immer jemand mit, um ihn zu unterstützen. Und ja, für Ruben ist das sehr, sehr wichtig. Also der ist schon eher sensibler, würde ich jetzt behaupten. Und nein, das tut ihm auf jeden Fall gut, wenn jemand mitkommt von seinen Nächsten oder auch Trainern. Ruben wird gleich sagen, ja, ich werde der Paulina nicht gerecht. Das weiß ich jetzt schon. Ja, die Angst habe ich immer. Also, ja, die Existenzängste sind immer da. Und, wird er dir gerecht? Ja, wird er. Es ist alles super. Er hat halt immer das Gefühl, weil er sehr viel arbeitet, sehr viel trainiert, dass wir Sachen als Paar, die andere machen und das, was er sieht oder was er denkt, machen zu müssen, dass er das halt nicht hinbekommt, aber das stimmt nicht. Jetzt sehen wir schon die ersten vier der Mitteldistanz. Reinhard Kaiser, der Österreicher, vor Ruben Sebunke, Matthias Hohlrieder und Marc Egeling.
jetzt ist der Ruben im Bild, genau, der läuft jetzt gerade in die Wechselzone. Ironman 73 Kraichgau ist der Ruben Dritter geworden, der Marc Vierter, genau. Mit einem knappen Abstand. Und kann schon sein, dass das ein bisschen ein Duell noch gibt, weil der Marc ist ein bisschen ein stärkerer Läufer als der Ruben. Ab geht's, Ruben! Ja, sah gut aus. Im Sport ist Ruben nicht leicht zufriedenzustellen. Also er braucht viel, um zufrieden zu sein. Es ist so total normal, dass Ruben halt nach Hause kommt und sagt, war okay, aber ja, da muss ich noch ein bisschen dran feilen. Und ich habe mir das überlegt und ich habe den Podcast gehört und ich habe mir das überlegt. Und dadurch steht er sich natürlich schon auch im Weg, um es perfekt zu machen. Und dadurch hat er natürlich auch Druck. Also schalten wir mal kurz zu Ruben Zipunke. Eine Minute, Ruben, auf geht's, Verpflegung! Ja, bei Kilometer 39,5 bei der letzten Zwischenzeit hat er 1,26 Vorsprung gehabt auf den Marc Egeling. Ruben, auf geht's! 2,38 und er kommt näher. Auf geht's! Weiter so! Bei 18 Ruben, hört auf! Mach dich nicht kaputt! Also wenn er jetzt so weiterläuft, ist es sehr gut. Dann muss es nur durchziehen. Die letzten Kilometer für Ruben Zipunke. Wir sind so gespannt. Die Cheerleader feiern ihn gebührend ran und die Hände gehen nach oben. Ruben Zipunke sichert sich hier den Sieg auf der Mitteldistanz vom Thoma Triathlon. Ich bin sehr zufrieden mit dem Sieg. Es war wirklich ein sehr, sehr harter Arbeitstag. Es hat halt einfach nicht so gestimmt, aber ich habe mich einfach durchgekämpft. Die Fans haben mich auf jeden Fall getragen und dann der Sturz auf dem Rad kam noch dazu. Das hat mich ein bisschen geärgert, aber jetzt erstmal Beine hoch, regenerieren und dann geht's weiter. Ja, es ist so Familien nach Hause kommen. Es ist immer schön. Unsere komplette Familie versteht das halt auch alles. Ja, es klingt ziemlich doof, aber da wird sich halt nur auf mich konzentriert. Da wird mir halt alles zur Verfügung gestellt, dass ich einfach perfekt trainieren kann. Das ist für uns halt wie, ein bisschen wie Urlaub. Wir kommen halt sehr gerne dahin und fühlen uns einfach pudelwohl dort. Ich liebe meine Heimat, Düsseldorf, keine Frage. Aber da bin ich auch noch mal Onkel, da bin ich auch mal Sohn und muss halt auch soziale Pflichten eingehen. Und deswegen habe ich auch mit Paulina sehr lange darüber nachgedacht, okay, ich habe jetzt vielleicht noch 2, 3, 4 Jahre im Sport, 5 Jahre, 6 Jahre vielleicht, um dann wirklich auf dem höchsten Level dann mal zu performen, und brauche ich eine Trennung. Ich brauche einen Ort, wo Sport, Performance, Regeneration an erster Stelle steht. Und das klingt so hart und das ist für mich auch so hart, weil ja, meine Nichte oder meinen Neffen aufwachsen zu sehen, ist halt super schön. Und das sind auch Sachen, die man dann vermisst. Und bevor dann die eigenen Kinder dann auch mal da sind, will ich eigentlich den Schritt dann wieder auch aus meinem Leben haben, dass ich so welche Entscheidungen treffen muss, damit ich mich nur auf den Sport konzentrieren kann.
Ja, Zell am See war ein neues Commitment. Wir hatten Rückenwind aus Österreich mit dem Sieg. Und letztendlich war es so, dass wir uns so committed haben, dass wir wieder alles perfekt machen wollten. Und dann stellt man sich die Frage, jetzt kommen sie alle hier extra hin wegen mir. Und ich weiß, dass ich jetzt nicht super performen werde, wahrscheinlich. Ja, es ist eine richtige Sommergrippe, die ich da für 3 Wochen rumgeschleppt habe. Was sagst du? Sah schnell aus. Ja. Abfahrt war mega schnell. Ich bin ja eigentlich nur gerollt. Ja. Und da hast du ja gesehen, ich konnte immer noch treten bei 70 Stundenkilometern. Das macht einen Unterschied. Das ist halt krass lohnt. Dieses Commitment, nicht auf finanzieller Basis, ganz im Gegenteil, sondern auf freundschaftlicher Basis, hat in Kombination mit seinem existenziellen Druck zur Verschwiegenheit geführt. Und fragten, ist alles gut, alles easy, fühlst du dich fit fürs Rennen? Ja, ja, ja. Und ich kam beruflich kurz vor Start in Zell am See an. Und was sehe ich? Einen Krankenruben, der sich komplett kaputt hustet. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh! Also ich muss, gerade wenn ich erkältet bin, muss ich irgendwie in mich selbst hineinhören und versuche da eigentlich alle äußeren Umstände, Einflüsse, ja auszublenden und will eigentlich nur den Wettkampf hinter mich bringen. Gerade wenn man merkt, dass das vielleicht nicht so gut wird. Aber letztendlich hat Ruben die Verantwortung selbst wieder übernommen. Ist trotz dickem Handicap an die Startlinie gegangen, um zu hoffen, dass es vielleicht doch funktioniert und ja. Ich würde noch 5 Minuten machen oder 4. 20 Minuten. 10 Minuten noch. Ja, perfekt. Sehr gut. Das ist wenigstens ein Grund, das zu machen. Andere würden sich gar nicht. Ich zahle auch Geld dafür. Aber.
Ach ja. Pre-race nerves. Gregory Barnaby, Team Reed, your 2016 Ironman 70.3 world champion, and Ruben Sepulka. Ladies and gentlemen, Ironman 70.3, Challenge Zee Kaprun, South Borderland, our 10th edition is a go, go, go for the professional men. Oh, da kommen wir dann auch gleich hin. Wir sagen ihm nur beim Schwimmen-Exit, was los ist. Ja, da kommt er. Jawohl, Ruben! 50 Sekunden auf Fred, 50 auf Fred und Jan Strattmann. 50, sehr gut, hopp! Hopp, Andi, hopp! Jawohl, Sebastian! Alter! Der ist nicht so geil. Eigentlich nicht schlecht, die Show um eine halbe Minute verloren, aber nochmal eine halbe Minute beim Ding, dann verpasst halt die Gruppe, ne? Ciao. Aber wie gesagt, es ist auch die Frage, welche Gruppe das ist. Du musst yeah. immer wählen. Du kannst halt die Gruppe nehmen, die dann halt, was mir ist, den 350 Train nehmen. Oder du nimmst den Train im 330 Watt, der halt dann verliert. Aber es ist halt so oft gewesen schon, das hat Ruben ja nun wirklich von vorne dann gezeigt, dass dann von hinten die Leute kommen und einfach auf Platz 2 rennen. Ja, ist klar. Und die rennen da halt 4 Minuten zu. Locker. Das ist ein fucking Halbmarathon. Und wenn du halt da vorne den Substratverbrauch so hoch hast, da stehst du halt und guckst dumm. Ruben ist halt in der Abfahrt auch kein Gas gefahren, weil es bringt halt nichts, ne? Mhm. Hoffe ich zumindest. Der fährt nur mit jetzt. Gar nichts. Hoffentlich kriegt er seine Zeugs runter. Oh, Ruben Sepulka 1,56. Auf 6. Genau, hinter 13. 13 noch davor. Sepulka, Hollaus, Mann, Kienle, Egeling. Wie sind die dann zurück? 1,9 oder was? 1,56. 1,56, Alter. Puh. Ja, aber das Gute ist, 13 ist immer vorne bei jedem Timecheck. Dann arbeitet er halt. Hm. Seht ihr doch aus so, oder? Hm. Wenn wir ehrlich sind, na, wir sind ja auch ein bisschen erfolgsverwöhnt mit ihm, wenn er immer mit vorne fährt, ne? Weißt du, wie ich das meine? Wir wollten immer vorne, vorne. Wir haben immer gesagt, fahr mal langsamer und fahr in der Gruppe. Das macht er doch jetzt. Ja, aber das ist in meinem Kopf noch nicht verankert. Das ist Nervenkrieg, ey. Das ist schlimm. Also wenn du Medienzeit willst, musst du das machen. Sicherer Gewinn ist immer in der Gruppe und dann vorstürmen beim Laufen. Triathlon ist halt nur noch ein Laufwettkampf mit Vorbereitung. Und ich bin halt auch noch ein bisschen gespannt, wie das klappt mit der Erkältung. Für die hohen, harten Sachen. Ja, bin ich auch gespannt. Kann sein, dass da einfach keine Lunge ist. Da muss er halt eh rausnehmen. Ich glaube, ich gehe runter zum Wechsel, weil ich dann eben mit dem Fahrrad hinfahre. Jawohl! Sehr gut, 2 Minuten auf Platz 2. Jawohl, hopp, hopp, hopp. Sehr gut. Sehr gut, Ruben. 4 Minuten auf 1, 2 Minuten auf 2. Aber Sebastian, auf geht's, stopp. Hi, der Ruben sah entspannt aus, ne? Er war nicht so fertig wie sonst nach dem Radfahren. Du merkst auf jeden Fall, dass er mehr Kraft hatte. Ja. Diese 2-3 Minuten, das heißt gar nichts. Das heißt absolut gar nichts. Jetzt gerade auch die ersten Kilometer ist super entscheidend. Wer wie was verkraftet, bei wem was wie mit dem Magen passiert.
Ruben sieht Abstand zu Funk gleich. Funk sieht total tot aus, aber Ruben ist halt hinten mit 13 unterwegs hinter Kienle. Aber das der Ruben hätte jetzt halt auch mal ein Bein haben müssen. Das, wenn er jetzt schon kämpft, ist sehr schlecht. Müssen wir mal gucken. Servus, Ruben! Komm! Eine Minute auf Kienle, 4:30 auf Funk, auf geht's, Ruben, komm! Reingefahren, hat gedacht so, das ist eigentlich viel zu schnell schon wieder. Er hat mich gezogen, weil er die ersten 10 Kilometer. Ja. Sind meine Haxen aus dem getreten? War ich überrascht, geschnauft wie ein Verrückter, aber ja, im Laufen hast du dich echt gemacht. Also, wird langsam. Konntest nicht tief gehen, ne? Nee, beim Rad, also keine Kraft mehr. Ich bin nur clever gefahren, hab's halt aufs Laufen angefangen. Wie war die Erkältung? Hast du Husten gehabt? Ja, 2-3 Mal. Kam so richtig Schleim raus. Mir kam auch wieder das Porridge hoch. Ich weiß nicht, was es ist. Ob das dann Nervosität ist, ob ich das dann nicht essen kann. Ja, es ist voll. Das ist Erkältung, ja. Nur lange nicht raus, die Erkältung rum. Nee. Das war nur auf 3/4. Ja, muss ehrlich sein. Die war noch zu nah dran, zu krass. Ich habe wenigstens gekämpft. Ja, das war wichtig. Bis zum Schluss. Das war richtig gut. Was halt ein bisschen kacke war, war der erste Wechsel, aber eigentlich war das auch schlau, weil die wären eh von hinten gekommen. Die halbe Minute hätten sie gefahren. Alter, das war überhaupt. Die Husterei nach dem Rennen. Ich dachte, ich werde bald. Hoffentlich weiß keiner, dass ich für den verantwortlich bin, so ungefähr. Also bin ich ja auch nicht. Aber ich hätte nie im Leben meinen Athleten so krank auf die Strecke gelassen. Das geht nicht. Das ist Blödsinn. Und kann den Athleten halt ewig zurückwerfen im Training, dass er den Husten vielleicht dann nicht auskurieren kann oder sowas aufgrund der Belastung. Ja, jetzt bin ich in Kalifornien angekommen. Seit 2 Tagen bin ich jetzt hier. Hab noch mal ziemliches Jetlag. War heute Morgen schwimmen. Schon um 6 Uhr. Das ist für mich sehr ungewöhnlich. Am Sonntag habe ich dann Rennen. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, mit Zell am See bin ich relativ unzufrieden. 7. Platz. Ja, ich hatte einen ziemlich schlechten Tag. Ich war die Wochen, 2 Wochen davor ziemlich erkältet, was ich selten so hatte und so hartnäckig vor allem. Dafür finde ich die Ergebnisse alle sehr respektabel, die ich hatte bis jetzt. Mit der Vorbereitung bin ich aber trotzdem nicht zufrieden. Und ich denke, jetzt die Zeit hier in Amerika, jetzt auch die ersten 3 Wochen nochmal alleine, tut mir ganz gut. Nur mal selbst versuchen, in den Rhythmus zu kommen. Weil ich war definitiv aus dem Rhythmus, aus dem Trainingsrhythmus raus. Schon eigentlich bei Kraichgau. Mental ist es mir sehr schwer gefallen, dann ist man halt nicht zu 100% dabei. Ist egal, wie hart man trainiert, man muss im Rhythmus bleiben. Wenn der da jeden Tag einsam auf den, auf den Straßen seine Radkilometer abspult oder laufend oder schwimmt, da kommen einem einfach Zweifel. Und ich bin ziemlich sicher, dass jeder, der so ein bisschen Licht im Oberstübchen hat, dem begegnen muss. Ja, und dann habe ich mir fürs Ende des Jahres dann noch vorgenommen, im November, so lange bleibe ich auch hier in Amerika, den Ironman Arizona zu machen. Bis dahin sollte ich halt alles in den Griff bekommen, sei es jetzt mental, sei es physiologisch, körperlich. Muss alles im Einklang sein oder sollte alles im Einklang sein. Das ist es bis jetzt noch nicht. Wie gesagt, ich bin Trainingsweltmeister. Das sagen auch die Werte, vor allem die Werte im Training. Aber wieso auch immer kriege ich es nicht im Wettkampf gebacken. Das verfolgt mich ja auch in meinen Träumen. Warum kriege ich das nie auf die Schippe? Ich weiß, dass ich woanders hingehöre sollte. Und ich bin halt auch echt langsam total satt. Und deswegen tut das Amerika-Trip mir ganz gut. Ich glaube nicht, dass Ruben irgendwann zufrieden sein wird. Was aber halt, wie gesagt, nicht schlecht ist. Umso mehr wächst man daran und umso mehr möchte man und will man, was im Triathlon sehr gut ist, um alles kritisch zu hinterfragen. Man darf zufrieden sein, also Ruhm darf sehr zufrieden sein mit dem, wie er ist und was er tut und wie er das alles überhaupt schafft. Er darf auch stolz auf sich sein selber. Und ich finde es sehr gut, dass der Ruhm sich diese Fragen stellt, weil ich glaube auch, dass es ihm halt einzig möglich macht, das, was er jetzt investiert, dass es eine Arbeit in seinem zukünftigen Charakter ist.
Sport hat halt Sekundärtugenden. Und es wird ihn halt für irgendwas befähigen, was er dann später halt macht im Leben. Man kann vielleicht ein bisschen vorwegnehmen, so dass das wirklich genau der richtige Schritt war und Alex seine Vision, Chapter 2 mit dem Lass den Schüler mal laufen und erwachsen werden, dass das jetzt Früchte trägt und wir sind, wenn wir ehrlich sind, richtig stolz auf Ruben. Morgen aus Park City, 2,5 Wochen bis zur WM. Hoffen wir natürlich, dass es heute gut läuft. Last session of the day. 5000 Yards. Nico Telekom on the top. Nico Degomet. Famous guy on YouTube. Only there. I'm not famous. Let's go. Versuche ich trotz Erkältung mir einmal die Strecke anzuschauen. Fühle mich trotzdem nicht schlecht, deswegen einfach weitermachen im Tagesgeschäft. Jetzt müssen wir noch die Laufschuhe einchecken in der T2 und dann essen und das war's. Dann ist Race Day. Wie war das Rennen? Scheiße. Es tat einfach nur brutal weh, zuzusehen, dass wir so hart gearbeitet haben. Ja, einfach eine richtig, richtig derbe Grippe gehabt oder Erkältung. Ich weiß nicht, was es war. Ich habe es halt versucht, total auszublenden, weil man macht nicht 2 Monate oder 7 Wochen Höhentrainingslager. Ich glaube, der ganze Amerika-Trip, da habe ich, glaube ich, 12.000 Euro für bezahlt. Und da gesagt, ja, ich muss diesen Wettkampf jetzt machen. Gesundheitlich kann man dann wirklich sagen, war es dann überhaupt noch eine richtige Entscheidung. Aber dann, wie gesagt, ich wollte unbedingt diesen Wettkampf machen. Ich hatte mich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Das ist ein super Erfolg für mich gewesen. Und ich wusste von vornherein, der Wettkampf wird nichts. Das, was davor passiert, gehört genauso zum Wettkampf dazu. Das ist die Vorbereitung, das sind die Momente. Es lohnt sich. Es ist nichts für den Müll oder so. Es sind Erfahrungen, die super wichtig sind für diesen Weg. Es hat echt bis heute Nachwehen gehabt, meine Fresse, ey. Jetzt ist es aber an der Zeit, wieder nach vorne zu gucken. Das war ja nicht alles umsonst, was er da trainiert hat. Ich weiß, es spiegelt sich absolut nicht wieder in einem Ergebnis. Er ist trotzdem in fucking Topform, der Junge. Ja, hi Michi. Vielen Dank für deine Sprachnachricht. Im Training läuft soweit ganz gut. Wir sind hier super untergekommen beim Tim. Und ja, da jetzt noch 5 Tage und dann ist Race Day. Freue mich auf jeden Fall dann auch auf Sonntag, das dann nochmal gerade zu biegen. Diese Selbstständigkeit, die lernt man ja nicht von heute auf morgen. Ja, das ist natürlich alles sehr schmerzhaft gewesen, 2022, formt ihn aber auch zu dem, dem er im Chapter 3 ist. Die letzten 2 Jahre, 1,5 Jahre mit Michi und Alex waren sehr, sehr wichtig für mich als Sportler. Wir sind jetzt genau an so einem Punkt angelangt, wo wirklich meine Karriere könnte jetzt auf so einem normalen Niveau weiterlaufen. Aber ich möchte woanders hin und deswegen schlage ich eine neue Richtung ein. Ich gehe jetzt nach Girona mit Paulina zusammen. Wir versuchen jetzt noch für die nächsten 2-3 Jahre, um einfach zu gucken, was passiert. Und so sehr mir das wehtut, nicht da zu sein, befreit das mich aber auch auf eine Art und Weise. Ich habe immer noch dieses Idealbild von mir selbst im Kopf und da bin ich noch meilenweit von entfernt.
aber ich mache einfach weiter, weil ich auch weiß, wer mich alles supportet. Paulina zieht mit mir nach Girona, lässt ihren sicheren Job in Deutschland zurück. Das ist für mich dann auch natürlich super schön und super großzügig von Paulina. Paulina glaubt an mich, deswegen mache ich das alles noch so weiter. Obwohl ich Familienvater schon sein könnte, aber das kommt dann vielleicht noch zum späteren Zeitpunkt. Also bei Paulina, die hat wirklich extrem viel, glaube ich, gelernt. Also wenn der Ruhm Erfolg hat, das ist 50% ihr Verdienst ist. Das ist, sie ist das Team, was Ruben sich eigentlich wünscht. Und weil nur sie kann es auch machen. Ich freue mich, wenn ich ehrlich bin, richtig für Ruben, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass ich nicht mehr vorgebe, wie sein Tagesplan aussieht, dass ich vorgebe, hey, jetzt müssen wir noch das machen, sondern dass er Eigeninitiative ergreift und die Selbstständigkeit voll auskostet und wir ihn eher bremsen müssen. Ja, aber herzlichen Glückwunsch zum 30. Mensch. Dankeschön. Es tut mir leid, dass ich nicht da sein kann. Ja, alles gut. Ab 1. Februar sind wir dann in Girona. Echt? Ja. Pauline hat gekündigt zum 1.2. und dann werden wir da ja, hinziehen in dem Sinne, ja. Packen uns eigentlich schon direkt fertig für den Flug, damit ich am Sonntag nicht mehr das alles machen muss nach dem Rennen. Weil ich glaube da, wo ich hoffe, ich bin dazu nicht mehr in der Lage. Genau. Von daher wird jetzt alles gepackt. Aber erstmal muss man Chaos schaffen, um Ordnung zu schaffen. One last time. Ich bin ja als Lehrer einfach von der Grundmotivation getrieben, dass es mich halt freut, wenn Menschen zu ihrem Talent kommen. Nichtsdestotrotz sich das jetzt mehr distanziert hat, aber wenn der Ruhm jetzt in Rennen geht oder trainiert und ich merke, dass es funktioniert oder nicht funktioniert, bin ich halt in Mitleidenschaft. Und ich kann eben nicht anders, als da mitzumachen. Aber erinnert mich ein bisschen an den Medienhafen in Düsseldorf. Also muss ich mich ja eigentlich heimisch hier fühlen. Das ist schon mal gut. Der Schritt war der richtige, nach Girona zu gehen. Und ich kann mich da vor allem nur auf den Sport konzentrieren. Und ja, zu Hause ist halt zu Hause und da möchte man vielleicht auch jemand anders sein. Onkel oder Sohn oder Freund für Paulina. Und wenn ich aber wieder in Girona bin, ist halt ein ganz anderer Ruben halt wieder. Der halt, den ich halt auch vielleicht so die letzten 2 Jahre gebraucht hätte, definitiv. Und wenn ich jetzt das alles nochmal rückblickend sehe, denke ich mir, was habe ich da eigentlich gemacht? Also ich würde auf gar keinen Fall, auch wenn du es jetzt mit Overpacing gemacht mit versuchen 3,50 reinzustrahlen, ne, einen Marathon. Ja. Maximal, ja. Also, würde wahrscheinlich nicht passen, aber ich würde äußerste Rille würde ich 3,15 fahren, wenn überhaupt. Ja. Wenn es geht. Ja, ich habe sogar mit weniger geplant. Ja, das ist gut, wenn du mit weniger planst. Wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, also ich habe mir vorgenommen, also ich habe auch keinen Bock, mir da auf dem Rad einen einzuschenken, weil ich weiß einfach vom letzten Jahr, wie sehr weh das tut. Wenn du da mit Magenkrämpfen, weil du zu schnell Rad gefahren bist, weil du zu viel gegessen hast auf dem Rad, wenn du mit diesem ganzen Stress zum Laufen kommst, dann ist das Laufen die Hölle. Egal ob du spazierst, dann ist es erst recht die Hölle, wenn du spazierst. Ja, es geht eigentlich wirklich nur ums Laufen bei dir. Und das Ding ist, man hat es halt leider in St. George nicht mitbekommen. Aber ich weiß halt vom Training, was du halt drinnen hast. Ne? Ja. Dann versuch doch einfach nur den Happy-Ruhm, der im Ziel stolz ist, nochmal für dich zu speichern. Das Bild, wie du da stehst, wenn du ins Ziel kommst, wenn du einläufst. Und einfach mal zufrieden bist. Glücklich.
Kannst du das Bild speichern? Ja, definitiv. Aber es ist, glaube ich, schon so ein Gefühl, was in den letzten Kilometern kommen sollte. Okay. Was mich motiviert. Ja, ich möchte genau dieses Bild jetzt einmal, dass du es speicherst und jetzt nochmal wie so ein Poster von der Wand nimmst und dir das nochmal von allen Seiten anguckst. Ja. Und das meinetwegen jetzt auch nochmal in den Kopierer steckst, damit du es sowohl in deine Special Needs Bags steckst, als auch vorne auf den imaginären Vorbau klebst. Genau. Nimm einfach dieses Bild nochmal mit und dann guck, dass es gut für dich speicherst, dass es auch mitnimmst. Bogenhaut ist erster, Skipper zweiter, Kamil dritter und dieser Blüte ist vierter. Und Ruhm ist direkt auf dem Hinterrad von Sam Long. Also sieht gut aus. Auf geht's Ruhm in einer Minute auf den nächsten. Eins zehn auf Sam. Das ist jetzt Kilometer 167. Sauber, Ruben. Platz 7. Ganz stark. Ja, also, Top 5 sind schon noch möglich. Auf geht's, Ruben. 1,30 auf Hans. Lauf dein Pace. Der vor dir leidet, den kriegst du. 100 vor. Go, Ruben, komm, bring's zu Ende. Sau stark, Alter. Sechser, ganz stark. Ich denke, heute mit dem Ergebnis kann ich auf jeden Fall, oder hat es mir bewiesen, dass ich es kann und dass ich mal locker lassen muss. Letztes Jahr war ich definitiv noch vom Kopf her noch nicht, wo ich heute bin. Das Team hat sich eingespielt, natürlich sind uns definitiv Fehler passiert. Aber ich habe bei jedem Rennen außer in St. George Preisgelder gewonnen. Ich denke, deswegen sollte ich sehr, sehr zufrieden sein für dieses Jahr. Eines Tages werde ich halt The Golden Day haben und daran glaube ich. Und ich weiß, dass es irgendwann passieren wird. Nichtsdestotrotz muss ich hart dafür arbeiten, weil der kommt nicht von alleine. Und ja. Das war jetzt ein sehr langer Monolog. Ich habe nochmal gemerkt, wie sehr ich das möchte. Mit diesem Schritt nach Girona habe ich gemerkt, dass ich auch vielleicht nur ein Ruben bin. Wenn ich in den Disput mir selbst komme, dann entstehen eigentlich zwei Rubens, diesen privaten oder diesen nachdenklichen und einmal diesen Sportler. Und im Endeffekt bin ich eine Person und habe das jetzt in Girona gemerkt, dass ich auch dann wirklich am glücklichsten bin, wenn ich genau nach Idealvorstellungen, wie ich es haben möchte, trainieren kann. Und wenn ich glücklich bin, ist Paulina glücklich, ist mein Trainer glücklich. Und dann trägt das Training halt am meisten Früchte mit sich. Und freue mich eigentlich nur auf die Saison 2023 und auf die
nächsten Rennen und ja, möchte dann den Sportler oben wieder zeigen. Welcome. This is exciting racing here, the 2023 edition of Challenge St. Paul. This is Ruben Zapunt leading the way. Tom Hu has moved into the lead. Ruben Zapunt across the line in third place. He can't be disappointed with the effort that he put in to try not just to get the podium, but to get the win. Das war's, Freunde. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Und jetzt abschalten. Jetzt Fernseher aus.